Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. In der letzten Folge haben wir das erste Mal eine Loop gemacht und haben dadurch das Ei freigeschalten. Und das Ei hat von Anfang an die Toasterwaffe, verursacht doppelten Waffenschaden, besitzt Immunität gegen giftige Dämpfe, was auch immer das bedeutet, und kann keine Herzen aufsammeln und hat nur ein Leben, heißt, der ist eine Glas-Cannon oder eine Ei-Cannon, das schnell kaputt geht, wenn man getroffen wird. Ja, also jeder Hit, den man einsteckt, ist halt mega kacke bei dem, dafür macht er halt doppelten Schaden und man kann seine Leben nicht erhöhen. Also man kann sich schon erhöhen mit irgendwie Max HP und sowas, denke ich mal, aber man kann halt keine Herzen aufsammeln. Selbst wenn es gehen würde, kann man sie nicht aufsammeln. So, und mit giftigen Dämpfen, ich habe eben schon mal die Daily einmal kurz gemacht, um das Eck kennenzulernen. Da habe ich ganze 89 Punkte gemacht. Das heißt, ich habe den ersten Raum überlebt und bin den zweiten sofort gestorben, weil ich wissen wollte, ob mit giftigen Dämpfen diese Giftpfützen da gemeint sind. Aber nein, die Giftpfützen, die tun einen trotzdem weh als Ei. Also keine Ahnung, was giftige Dämpfe sind. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen Gegner in diesem Spiel, der giftige Dämpfe ausstrahlen würde. Aber gut, keine Ahnung, was das Ei dann so Tolles macht. Auf jeden Fall hat er doppelten Schaden, was ganz Nettes. Die Waffe ist jetzt nicht die geilste. Warte, können wir nachgucken. Die hat einen Damage von 1. Und doppelter Schaden, das heißt, die macht jetzt 2 Schaden. Oder wird das da gleich eingerechnet? Das weiß man halt auch nicht bei dieses Spiel. Weiß man nicht. Aber wir probieren auf jeden Fall so weit zu kommen, wie es so geht mit dem Ei. Ich glaube, die Waffe würde ich immer sofort auswechseln, sobald wir die Möglichkeit dazu haben. Und es gibt nämlich auch eine Errungenschaft, da ist schon wieder ein Fröschchen, wo man mit dem Ei einmal das Spiel beenden soll. Das heißt, man soll den letzten Gegner vernichten. Ja, das war's dann schon. Also man muss nicht in die Loop gehen, sondern man soll einfach nur den letzten Gegner vernichten. Und dann kriegt man auf jeden Fall eine Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob man auch noch irgendwas anderes dann freischaltet. Für das 2 müssen wir jeden erlittenen Schadenspunkt. Sowas können wir sowieso immer mitnehmen. Erhöht das Bewegungstempo von Gegnern. Ist nicht ganz so geil, aber egal. Allgemein, mein Ziel natürlich in diesem Spiel, jetzt wo wir es einmal durchgespielt haben, ist einfach die restlichen Charaktere irgendwie freizuspielen, damit ich euch die auch mal zeigen kann. Ist ja nur noch... Ist da nur noch einer? Okay, das war ganz schön knapp hier. Oh Gott, das ist nicht gut, dass die schneller geworden sind. Oh Gott. Wir brauchen ganz schnell einen Shop. Oh mein Gott, Okay, ja, also andere Charaktere da freischalten. Und ich habe leider nicht nachgeguckt, was ich dafür machen muss. Ja, weniger Herzen, das ist mir doch egal. Und ansonsten die Errungenschaften holen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte dieses Spiel eigentlich genauso wie in Isaac. Isaac habe ich aber gerade in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Müsste ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Aber alle Errungenschaften möchte ich mir holen. Und Blazing Beaks hat zum Glück nicht wie Isaac einfach 5 Milliarden Errungenschaften, sondern nur so 30. Das sollte man hinbekommen. Und ich glaube, mir fehlen noch so, keine Ahnung, 8 oder sowas. Also machbar ist es auf jeden Fall. Guck mal, sogar das Ei. Das Ei hat auch von Anfang an diese Feder als Fähigkeit. Wieso hat jeder Charakter in diesem Spiel nur diese Feder? Da hätte ich mir aber auch ein bisschen mehr erhofft von den Machern. Dass sie für jedenfalls für jeden Charakter irgendwie nicht nur eigene Fähigkeit, also eigene Attribute sich ausdenken, sondern auch eine Fähigkeit für jeden. Das wäre doch mal was Tolles gewesen. Wie bei Isaac mit den Items. So, eine Errungenschaft ist natürlich auch noch, dass wir den Artefakt-Count auf 10 bringen müssen, aber minus 1 Max-LP stellt alle LP wieder her und 20% Waffenschaden. Wir sind tot. Ich dachte, das geht nicht. Getötet von Unbekannt durch eine kleine Pizza. Ein Pizzastück sind wir gestorben. Auch nicht schlecht. Aber wir haben irgendwas Neues freigeschaltet. Das ist auch sehr schön. Gut, dann noch eine Runde. Noch eine Runde, Runde. Als Eggy. Hä, ich dachte, das geht nicht. Ich dachte, ich kann das einfach mitnehmen und nehme dann die 20% Waffenschaden mit. Dann hätte ich nämlich 120% Schaden mehr. Aber nein, man stirbt da dran. Okay, gut zu wissen. Aber es hat uns wenigstens auch irgendwas gebracht. Ich habe schon wieder vergessen, was. Aber war bestimmt irgendwas ganz, ganz Tolles. Also ein Scheiß. Ich glaube auch, ich werde als Ei nicht allzu weit kommen, weil man halt einfach... Nee, Münzen wegnehmen finde ich nicht so geil. Weil man einfach mit einem Hit halt stirbt. Das ist halt das Doofe. Ist also so ein bisschen wie Judas bei Isaac. 50% LP bei allen Gegnern und Bossen wirkt... Ja, geil. Ist, glaube ich, ein neues Artefakt, das ich noch nicht hatte. Passt schon. So, was gab's sonst Neues? Ich habe mich heute aufgeregt, Leute, weil ich habe heute mal wieder in mein Konto reingeguckt und habe gesehen, oh Mann, da hat jemand 15 Euro abgezogen. Und dieser jemand war mal wieder ein Zeitschriftenabonnement-Typi, wo ich habe original nochmal nachgeguckt, Hilfe. Ich dachte nämlich, ich hätte das gekündigt. Und ich habe es auch gekündigt zum 6. Mai 2019. Und jetzt haben die mir wieder Geld abgezogen. Zum 4. Mal, obwohl ich diesen Kack schon 6 Mal gekündigt habe.
Jetzt ohne Witz, ich habe dieses blöde Abonnement 6-mal gekündigt, über Post, über Fax, über Abo-Alarm, was auch noch Geld gekostet hat, über Mail ganz häufig, über deren Seite habe ich mich da abgemeldet. Und irgendwie juckt die das nicht. Die wollen einfach nicht meine Kündigung annehmen. Kein Plan, warum? Also entweder die mailen sich nicht oder die sagen, oh, wir haben gerade so viel Aufkommen hier, wir können gerade nicht auf ihre Anfrage eingehen. Nö. Aber wir werden uns so schnell wie es geht bei ihnen melden. Ja, so schnell wie es geht ist anscheinend nicht innerhalb von 8 Monaten. Und jetzt muss ich da mal zahlen. Jetzt habe ich schon 60 Euro bezahlt, was mich richtig nervt, weil ich bin Schüler und habe überhaupt gar kein Geld für sowas. Für eine Zeitschrift, die ich nicht mehr haben will. Vor allem, das ist einfach eine Strickzeitschrift. Also ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen, weil ich nicht stricken kann. Wieso habe ich diese Zeitschrift überhaupt? Wieso habe ich davon ein Abonnement? Ja, das hat mich auf jeden Fall heute mega aufgeregt. Habe ich dann heute nochmal 2-mal gekündigt. Hoffentlich kommt eine dieser Kündigungen auch endlich mal an. Und das wäre ganz toll. Ja, also so viel dazu. Und vielleicht noch was Schönes. Gestern war wieder Clash bei League of Legends. Mein Team hat sich da wieder geändert, nachdem wir... Beim ersten Clash haben wir ja gewonnen gehabt, hatte ich auch in der Blazing Beaks Folge erzählt. Bravourös mit einem 3-0. Oh Mann, nochmal, come on. Blödes Ei, ich muss mich hier glaube ich ein bisschen mehr konzentrieren. Bravourös mit 3-0 gewonnen. Das war auch ein schönes Team und in diesem Team hatten wir aber danach 2 Wochenenden jeweils 0-2 verloren. Und ja, also quasi gar nicht mehr gewonnen, das war ein bisschen belastend. Aber jetzt, gestern war wieder Clash, da hatte ich dann auch mal einen Real-Life-Freund dabei das erste Mal. Und... da haben wir dann wieder 3-0 gewonnen. Das war sehr schön. Und jetzt ist Clash aber, glaube ich, erstmal zu Ende. Bringer Nachladegeschwindigkeit? Nein, danke. Leute, spielt ihr auch Clash? Gibt bestimmt einige unter euch, die auch League of Legends spielen, oder? Ich muss sagen, Clash macht auf jeden Fall mega Bock. Keine Ahnung. An sich mag ich das nicht so, wenn man so Hard-Try-Team-mäßig spielt. Aber bei Clash ist das irgendwie anders. Weiß ich nicht. Also in Ranked bin ich eher so der Solo-Spieler, muss ich sagen. Wenn du schade, leider ist mir doch egal. Von daher, irgendwie Clash ist da was anderes. Ich mag sowieso allgemein nicht so gerne reden. Also Telefongespräche finde ich richtig abartig eklig. Und das, obwohl ich mal in einer, wie nennt man das? In einem mehr oder weniger Callcenter gearbeitet habe. War mehr ein Helpdesk, wo dann Leute angerufen haben und ich musste denen dann irgendwie helfen. Und die waren alle pissig drauf, weil irgendwas nicht geht oder musst du denen helfen. Keine Ahnung, wie ich da reingerutscht bin, weil ich hasse sowas wirklich wie die Pest. Telefonieren ist so schlimm. Ja, und... deswegen ist das eigentlich komisch. Aber bei diesem Clash ging das irgendwie und... ja, habe ich aber alles schon mal erzählt, deswegen werde ich das jetzt nicht wiederholen. Ansonsten habe ich ja 18 Bücher bestellt, habe ich auch schon mal irgendwann erzählt. Die sind jetzt auch endlich angekommen, weil ich muss ganz viel für die Schule lesen. Da habe ich jetzt unter anderem Der Vorleser gelesen. Da geht es um einen 15-Jährigen, der... mit einer 36-Jährigen, glaube ich, zusammenkommt. Und irgendwie, das Buch besteht aus 3 Teilen. Und im ersten Teil geht es irgendwie die ganze Zeit nur, wie die sich liebkosen und Sex haben und so. Das ist sehr merkwürdig. Warum das eine Pflichtlektüre in der Schule ist, gar keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein bisschen sehr cringy, der erste Teil. Im zweiten Teil geht es dann eher so um Recht und Unrecht. Quasi so Nazi-Zeit und sowas. Minus einfach, wenn jetzt noch deine aktive Fähigkeit aufgeladen wird. Oh Gott, okay. Einfach nicht die aktive Fähigkeit einsetzen, dann ist alles cool. Und im dritten Teil geht's dann um, weiß ich gar nicht so genau. Da, ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, falls ihr das vielleicht auch noch lesen wollt oder sollt. Aber da geht's dann... ah, jetzt darf ich dazu gar nichts sagen, ne? Ich darf auch das Ende nicht sagen. Hm. Ja, da geht's auch irgendwie um Schuld und Unschuld. Und wie man seine Schuld begleichen kann und sowas. Sag ich mal. Also der erste Teil fand ich ein bisschen sehr cringe, wie gesagt. Und da wollte ich das Buch dann noch gar nicht mehr lesen. Aber zweiter und dritter Teil fand ich dann doch ganz angenehm. So, plus 2 Max AP. Ja, das geht tatsächlich! Das ist perfekt für das Ei. Dein Lauftempo plus 1 Sekunde auf Unsichtbarkeitsdauer, nachdem du Schaden erleidest. Auch cool. So, unsere Waffe ist eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem die Doppelpistole mit. Oh, ich dachte, das wäre die andere Waffe hier, die Schrotflinte. Aber die Doppelpistole ist auch mega geil. Die habe ich auch lieben gelernt, weil die greift zum einen recht schnell an. Wir haben jetzt auch noch doppelten Schaden. Und sie ist so ein bisschen... oh Gott, ich darf trotzdem nicht getroffen werden. Wir dürfen ja keine Leben aufsammeln. Ist trotzdem so ein bisschen wie die Schrotflinte, weil sie sich eben so aufteilt. Aber sie kann weiter schießen. Viel weiter. Also meiner Meinung nach. Und ich glaube, sie schießt auch schneller. Von daher, Doppelpistole würde ich der Schrotflinte immer vorziehen. Ja, aber das war der Vorleser, dazu muss ich dann noch eine Arbeit schreiben irgendwann. Und als nächstes, also gerade, lese ich Effie Breeze. Das ist ein übelst langes Buch. Oh, guckt euch unser Damage an. Oh, ist das wunderschön.
Und Effie Briest am Anfang auch sehr, sehr merkwürdig, vor allem, weil das einfach ein Buch ist, das vor über 100 Jahren geschrieben worden ist. Vor über 100 Jahren geschrieben. Das heißt, der Schriftsteller hat das auch alles so sehr altertümlich geschrieben, so freilich und oh weh und wehe mir und so. Und da gab es dann halt auch noch Kaiser und Adel und so ein Kram. Ist alles ein bisschen sehr merkwürdig. Aber, muss ich sagen, gefällt mir jetzt nach den ersten 60 Seiten dann doch immer besser. Weil die da irgendwie auch Geschichten erzählen über einen Chinesen. Und es ist irgendwie ganz interessant, so zu sehen, wie die Menschen früher auch schon über die Chinesen gedacht haben. Nein, also allgemein über alles, wie deren Weltanschauung war. Und vor 100 Jahren war es halt auch noch so, dass da nicht irgendwie, yo, ich habe das größte Haus und das geilste Auto oder die geilste Kutsche und sowas gegolten hat. Und das meiste Geld. Sondern da ging es viel mehr um die Ehre, Leute. Da war die Ehre das höchste Gut, das man hatte. Und wenn die Ehre verletzt worden ist, dann musste man sich da duellieren. Auf, naja, es ging nicht immer um Tod, aber es war nicht auszuschließen, dass man dabei stirbt beim Duellieren. Also so wie im Wilden Westen standen die sich da gegenüber und haben sich abgeschossen und so halt duelliert. Hier ein Max ALP hier, mega gut. Ja. Und das lese ich gerade und ist eigentlich ganz interessant, das alles so mitzuerleben. Habt ihr das gelesen, Leute? Ich habe meine Eltern gefragt, die ja auch Abitur haben. Und die mussten, also der Vorleser haben die anscheinend gelesen. Aber Effie Briest nicht. Von daher würde mich mal interessieren, wenn ihr Abitur habt oder macht, ob ihr vielleicht Effie Briest lesen musstet und wie ihr das fandet. Aber ich merke auch immer, je weiter ich da lese oder wenn ich das längere Zeit am Stück lese, dann rede ich irgendwie auch immer, also oder ich denke dann viel mehr, auch so, wie das Buch geschrieben ist. Das ist ultra merkwürdig. Also dann rede ich auch so ein bisschen altertümlich und möchte dann auch immer freilich sagen und so ganz geschwollen reden. Das ist echt strange. Ist mir aber auch damals schon in Japan aufgefallen, als ich da war ich mit Franzosen in so einem, das ist keine Schlüssel aufsammelt, ist mir doch egal, in einem Karaoke-Laden und die haben halt so einen richtig krassen französischen Akzent natürlich drauf gehabt. Keine Ahnung, warum ich da was rein tue, ich kriege ja sowieso nichts raus. Und nach einer Zeit habe ich dann auch diesen französischen Akzent beim Singen, auch wenn es englische Lieder waren, einfach übernommen. Keine Ahnung, ob ich da einfach anfällig bin? Weiß ich, wie nennt man denn? Ja, anfällig halt. Also anfällig bin, um mich zu manipulieren mit sowas? Oder was mit mir los ist, vielleicht ist das auch ganz normal. Anpassung und so, das Menschen, dann lebt man länger. Oder so. Warte, können wir unsere Fähigkeit benutzen? Nee, ne? Jedes Mal, wenn... doch, dürfen wir. Na dann. Da ist ja alles cool. Kann ich ja hier unverwundbar sein, Leute. Das läuft ja richtig. Vor allem bei diesem Boss. Mega gut. Unverwundbarkeit! Pow, 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 pow! Du kannst mir gar nichts. Alter, Knochi, du bist ja richtig schwach. Wir müssen nur zwei... Oh! Okay. Vielleicht besiegen wir ihn jetzt sogar schon. Ja, sieht gut aus. Alter, das Ei ist richtig gut. Gefällt mir. So, Herzen können wir leider trotzdem nicht aufsammeln. Ich behalte die Unverwundbarkeit. Ganz, oder? Einfrieren ist auch ganz geil. Wenn du noch einen LP übrig hast, also nochmal doppelten Schaden. Okay. Keine Fähigkeiten, das ist auch in Ordnung. Wir gehen heute mal den roten Weg, by the way. Denn es gibt auch noch eine Errungenschaft, wo man alle Gegner einmal getötet haben muss. Und ja, da ich den roten Weg nie gegangen bin, beziehungsweise sehr schnell hier gestorben bin, genau wegen solchen Gegnern. Oh mein Gott, ich kenne diese Gegner hier alle nicht. Oh Mann. Ja, geil. Jetzt haben wir zumindest doppelten Schaden. Wie schnell die auch einfach angreifen. Wieso sollte man den roten Weg gehen? Meine Güte, ich habe auch noch nie den Boss hier besiegt. Der Boss wird auch richtig schlimm werden. Scheiße. Warum habe ich das getan? Eigentlich war alles perfekt, weil ich viele Leben hatte und so. Und, Mann, oh. Das war, glaube ich, keine gute Idee, dass ich hier lang gegangen bin. Plus 2 Max-LP. Aber du hältst einen Schaden. Dann bin ich ja tot. Toll. Dann kann ich das leider nicht mitnehmen. Das ist jetzt aber, das ist jetzt richtig doof. Ja, was ist das für eine Waffe hier? Kompressor, ich glaube, die war nicht so gut. Ich glaube, ich bin gleich tot. Das ist nicht so geil. Okay, erstmal dich töten. Never mind. Oh, aber was soll ich freigeschalten? Roter Wald, Tonia. Cool. Dieses rote Gebiet ist viel zu krass. Was sind denn das für Gegner? Die sind doch überhaupt nicht gleich mit dem gelben Gebiet. Das gelbe Gebiet ist so viel einfacher. Es kann natürlich auch sein, dass ich die hier einfach... Alter, dass ich die Gegner hier einfach nicht kenne. Seht ihr diesen Stein da rechts? Der hat Augen. Der macht bestimmt auch böse Sachen. Und ich glaube, diese Schnecke ist auch ganz böse. Die macht bestimmt Laserstrahl oder so. Und dann ist der Boss bestimmt auch richtig doof.
Ich habe so gar keinen Bock auf dieses rote Gebiet. Na gut, dann war das... Oh, da ist irgendwas rausgesprungen. Sehr interessant. Dann war das heute wieder eine sehr kurze Folge. Das Ei ist schwer, aber irgendwie auch witzig. Ich weiß nicht. So, wir gucken nochmal ganz kurz nach, was wir für den letzten Charakter machen müssen. Kaufe mindestens 5 Waffen vor dem Loop. Okay. Sollten wir irgendwann nochmal hinbekommen. Aber ja, das war das Ei. Könnt mir aber sagen, wie ihr das findet. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ist halt so Judas-mäßig. Muss man halt nur klarkommen. Ich glaube, im gelben Gebiet und sowas, wenn ich den ganz normalen Weg gehe, dann könnte ich das auch schaffen. Aber ja, dann war es das erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.